Hallo. 1&1 haut ja zurzeit ganz schön auf die Buschtrommel. Internet, Flatrate und Telefonie für 19,99 im Monat. Kein Telekom-Anschluss erforderlich. Klingt ja erstmal gut. Nicht so gut ist aber leider, was 1&1 mit Kunden machen, von denen sie glauben, dass sie schon an der Angel haben. Jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Das ist Robert R. zu mühsam. Dabei sagt sich der Programmierer, programmieren kann ich doch auch bequem von zu Hause aus. Er hat auch schon eine Idee und Informationen gesammelt, wie er das hinbekommen könnte. Eine schnelle Datenleitung muss her. Die Lösung? Ein Angebot vom DSL-Anbieter 1&1. Schön günstig ist es zudem. Unter 20 Euro soll das kosten. Damit, so glaubt Robert, kann er telefonieren und gleichzeitig per Internetleitung mit der Arbeitsstelle verbunden sein. Endlich Schluss mit der Mühsal. Robert bestellt online. Und schon ist es passiert. Geschickt hat der Anbieter 1&1 die Bestelloption Anschlusstermin schnellstmöglich hier bereits angekreuzt. Das übersieht man leicht bei der Online-Bestellung. Auch Robert fällt das nicht auf. Das wird ihm noch Probleme machen. Davon weiß er jetzt aber noch nichts. Robert freut sich, denn er glaubt, mit dem vielen Radeln bei schlechtem Wetter ist es nun bald vorbei. Genau 13 Tage nach seiner Bestellung und damit genau einen Tag vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist bekommt er das Paket mit dem DSL-Zubehör. Beim Studieren der Anleitung wird Robert stutzig. Der Computerfachmann entnimmt dem Begleitschreiben, dass die benötigte Leitung bei ihm gar nicht funktionieren kann, wie er das will. So hat er sich das nicht vorgestellt. Wie ich das Paket dann geöffnet habe und festgestellt habe, dass ich es also so in dieser Form nicht gebrauchen kann, habe ich bei 1&1 angerufen und habe gebeten, diesen Auftrag sofort zu stornieren. Er widerruft den Vertrag sofort, auch schriftlich per Fax. Kurze Zeit später teilt ihm 1&1 per E-Mail und Briefpost mit, er könne den Vertrag gar nicht kündigen. Durch das Ankreuzen der Option schnellstmöglich sei das 14-tägige Rückgaberecht verwirkt. Denn er habe eine Dienstleistung bestellt und 1&1 sei natürlich sofort für ihn aktiv geworden. Muss er jetzt zahlen? Immerhin rund 500 Euro in 24 Monaten. Dass 1&1 seinen schriftlichen Widerruf nicht akzeptiert, versteht er nicht. Und noch etwas. Weil 1&1 sich bei diversen Telefonaten bzw. auch E-Mails, die ich dann im Nachhinein an 1&1 geschickt habe, immer wieder andere Begründungen geliefert haben, warum sie der Stornierung des Auftrags nicht zustimmen. Chaos an der Hotline? Wir fragen nach bei 1&1. Kein Interview vor der Kamera. Es gibt nur eine schriftliche Stellungnahme, in der heißt es, Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, zum Beispiel, wenn Sie uns mit der sofortigen Bereitstellung des DSL-Anschlusses beauftragen. Im Klartext, Robert stehe kein Widerrufsrecht zu, weil er ein klitzekleines Häkchen bei der Bestellung übersehen hat. Ein Häkchen, das 1&1 schon für ihn gesetzt hatte. An der Hotline konnte oder wollte ihm das aber auch keiner so genau erklären. Von missverständlichen Angaben ist auf einmal die Rede. Wir haben sämtliche 1&1-Vertragsangebote überprüft. Die Schnellstmöglich-Option fanden wir bei allen Angeboten automatisch aktiviert. Vor Gericht würde 1&1 mit dieser Masche nicht durchkommen. Denn Robert hätte sein Widerrufsrecht ganz bewusst abtreten müssen. 1&1 hat ihn ausnahmsweise aus dem Vertrag entlassen, aber das lag wohl an uns. Ihm sein Widerrufsrecht abzusprechen, das findet er unverschämt. Dann erstmal wieder strampeln und mit 1&1 macht er sicher keine Geschäfte mehr. Tja, hallo Herr Schnurrer, jetzt möchte ich ja doch ganz gern wissen, ab wann läuft denn die Widerruffrist tatsächlich? Die Widerrufsfrist von 14 Tagen beginnt zu laufen in dem Moment, in dem ich wirkungsvoll darüber informiert wurde. Das geschieht entweder, indem ich einen Brief kriege, wo das eben drinsteht, diese Widerrufsbelehrung, oder aber indem ich das Ganze per E-Mail zugeschickt bekommen habe. Nicht mit dem Vertragsanschluss, sondern tatsächlich erst mit diesem entsprechenden Schreiben. Und kann es passieren, dass ich aus Versehen mein Widerrufsrecht abtrete? Aus Versehen schon gar nicht. Der Gesetzgeber sieht tatsächlich vor, dass es eine Möglichkeit gibt, dass bei Dienstleistungsverträgen das Widerrufsrecht außer Kraft gesetzt wird. Einmal dadurch, dass der Dienstleister mit der Dienstleistung schon begonnen hat, natürlich im Einverständnis mit dem Kunden. Also wenn 1&1 den Anschluss schon geliefert hätte,
dann hätte der Kunde kein Widerrufsrecht. Die andere Variante, der Kunde tritt sein Widerrufsrecht freiwillig ab. Das muss er aber wirkungsvoll tun. Das heißt, das muss er bewusst tun und ihm muss auch klar sein, was das für Folgen hat. Das ist aber hier nicht passiert. Gut, ansonsten bleibt es bei 14 Tagen. Wenn 1&1 mir die dann nicht einräumt mit unter Hinweis auf irgendwelche Häkchen, die ich da setzen soll, müsste ich im Zweifel klagen. Das ist das Unangenehme bei so einer Situation, weil dieser Port, den ich dann da ja habe, auf dem ja meine Telefonleitung läuft, der ist dann erstmal belegt von 1&1 und den geben die auch so schnell nicht wieder her. Und um den dann wieder freizukriegen, werde ich klagen müssen. Deshalb sind viele Leute dann in der Situation mitgehangen, mitgefangen und werden sich notgedrungen damit abfinden. Ganz allgemein muss man zu diesem 19,99 Euro pro Monat Internet Flat Plus Telefonieangebot sagen, das ist auch nicht ganz so billig, wie es sich anhört. Ja, es ist in der Tat so eine klitzekleine Mogelpackung, weil es ist ja kein richtiger Telefonanschluss, den ich da bekomme, sondern was ich dort bekomme, ist ein Telefonanschluss, der über die DSL-Leitung läuft. Das heißt, es ist Voice-over-IP. Und das heißt, wenn mein DSL-Anschluss nicht läuft, dann funktioniert's nicht. Und das war auch das große Problem, was dieser Kunde hatte. Die Leitung war einfach viel zu langsam. Und dadurch konnte er nicht gleichzeitig telefonieren und mit entsprechender Bandbreite surfen. Ja, danke schön, Herr Schnur.